und wir zurück zu Elements Destiny Ancient Powers vom sagenumwobenen Zui Shumaru. Wir verfolgen weiterhin unseren Weg direkt immer auf dem Gehweg, da sich nur dort Teleport-Events befinden. Eine Frage, wo genau sollen wir nun anfangen zu suchen? Wir müssen wohl die Stadt verlassen, wenn wir die Geister finden wollen. Sie werden wohl kaum alle an einem Ort sein. Schon was mit deiner Mutter? Ich dachte, sie kommt heute wieder. Ja, das stimmt schon, aber weißt du, Mutter, Weltretten, ne? Aber am besten, wir gehen nochmal kurz zu meinem Vater und verlassen dann gleich die Stadt. Und was willst du ihm sagen? Ja, musst du Welt retten, ne? Ich dachte, du hast dich so gefreut und nun willst du einfach gehen? Natürlich will ich sie sehen. Und wenn wir unsere Aufgabe erledigt haben, kann ich das immer noch. Auf unseren Schultern lasse nun eine große, freiwillige Bürde. Das sagst du so einfach. Außerdem solltest du dich erstmal um eine vernünftige Waffe kümmern. Oder willst du noch schutzloser sein, als du es ohnehin schon bist? Und was soll das denn heißen? Ich werde dann später lachen. Haha. Egal, lass uns zu meinem Vater gehen. Ihr habt euch ja, manche von euch haben sich ein bisschen ausgelassen, dass ich sie falsch ausspreche. Lilari, Lülülülülül. Ich kann ihren Namen kaum lesen und wird erwartet, dass ich ihren Namen richtig ausspreche. Ja, ist klar. Ich nenne sie einfach weiterhin Lüler. Ist mir egal. Alles egal. Hallo, ihr zwei. Dir geht's ja schon besser. Ja, deine Medizin hat schnell gewirkt. Viel Liebe. Das freut mich. Lüler, vergiss nicht den eigentlichen Grund, aus dem wir hier sind. Hm? Was meinst du, Xai? Papa, ich werde mit Xai die Stadt verlassen. Was? Warum? Ich kann dir leider nicht sagen, warum, aber wir müssen. Es ist ein großes Geheimnis. Eigentlich nicht. Ich verstehe nicht, warum so plötzlich... Was zieht dich denn zur Außenwelt? Ihr seid doch noch Kinder. Habt ihr eine Ahnung, wie gefährlich es da draußen ist? Seid ihr denn erst Wahnsinns? Und was mit deiner Mutter? Wirst du denn gar nicht hier sein, wenn sie endlich heimkommt? Papa, bitte. Lüle, als dein Vater glaube ich dir nicht, die Stadt allein zu verlassen. Ich bin gar nicht allein. Sei es doch bei mir. Es macht keinen Unterschied, du bleibst da. Hülle, versteh doch, ich mache mir große Sorgen um dich. Ja, ja. Das ist eine normale Reaktion. Die Reaktion eines liebenden Vaters. Wie gut, dass ich nicht solchen Stress mit meinen Alten haben kann. Egal, was mein Vater sagt, wir müssen gehen. Aber... Kinders, Lüle. Ich werde gehen, Papa, du wirst mich nicht aufhalten können. Doch, das werde ich! Bitch slap! Ich muss sagen, ich habe dich in meinem ganzen Leben noch nie so ernst erlebt wie gerade eben. Und bevor ich es mir nun anders überlege, geht lieber gleich los. Papa! Noch eine muss ich mir dir vorher noch geben. Ein kleinen Tipp. Zieh dir vorher die Brille aus. 1000 Zenny halten und Jägerpistole halten. Für alle Fälle gebe ich dir meine Waffe mit. Und mit dem Geld sollst du dir am besten vorher noch eine Rüstung kaufen. Ich danke dir. Das mit der Brille war eine Anspielung auf einen sehr schlechten Film und dann war das Zitat auch noch falsch. Ach, es hätte eigentlich heißen müssen, nimm vorher die Brille ab. Ach, egal. Bürgermeister Rice House. Also, dann schicken wir jetzt einfach mal die Kinder in ein großes Abenteuer hinaus in die Wildnis, wo haufenweise Monster lauern. Ausrüsten können wir uns auch. Jägerpistole. Wie? Och. Ach, das ist die Jägerpistole. Och. Xai hat auch nichts Neues, oder? Kotschwert, Holzrüstung. Okay, dann nicht. Schubidubidubi. Schubidubidubi. Und das Spiel ist ein bisschen... merkwürdig. Nicht das Spiel, sondern die Grafik. Ich muss einen kurzen Cut einsetzen. Bis gleich. So, und jetzt zurück zu Elements Destiny Ancient Powers. Hat sich nichts verändert. Ist vielleicht auch nur eine optische Täuschung oder so, keine Ahnung. Können wir jetzt dieses Kind retten? Oder benötigen wir erst ein Pokémon, das den Zertrümmerer erlernt? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall tut mir das Kind leid. Xai, weißt du irgendwas? Nein, er weiß anscheinend nichts. Er schweigt und genießt unsere Anwesenheit. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Wir gehen in das Abenteuer. Das ist eine blöde Lyrik. Wo gehen wir hin?
Zum Beispiel dorthin, wo es uns vorher das Fass den Weg versperrte. 1000 Zenny. 1000 Zenny. Das schreit doch geradezu danach, uns neue Ausrüstung zu kaufen. Sofern das überhaupt möglich ist. Zum Bleistift hier. Shop. Es könnte sein, dass das Bild ein bisschen ruckelt. Wenn ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Vorher war es nicht so. Hallo. Ach, die Figuren sind so klein. Das ist ekelhaft. Also, was darf sein? Kaufen Kurzschritt, Metall. Kurzschwert, Metalldolch, ein Dolch für Diebe. Ah, anscheinend erhalten wir später noch ein weiteres Mitglied. Nichts Interessantes. Hallo, was darf's denn sein? Wie wär's mit Facesets? Holzschild? Ein Holzschild zum, man überrascht sich immer wieder selbst, Schutz. Metallhelm. Holzpanzer. Ein Kleidchen. Das ziehen wir der Xai an. Ha. Ein Holzpanzer zum Schutz kaufen wir uns. Und den Rest sparen wir uns. Holzpanzer. Physische Verteidigung 74, Magieverteidigung 69. Gut. Ich bin ein zufriedener Mensch. Ein zufriedener SpongeBob. Ja, ich habe gerade den Dialog überlesen. Ist auch ganz egal. Heiltrank. 5. Und da wir ohnehin noch keine Magie wirken können, nehmen wir auch keinen Magietrank mit. Und so führt das eine zum anderen und nun macht endlich alles endlich einen Sinn. Ach, wer bist du? Wie ich dich beneide, Lüler. Du verstehst dich so gut, Mixai. Ich würde mich auch gut, Mixai, verstehen. Ich schenke ihn dir. Löblich. Nie denkt sie an sich selbst. Sie verschenkt alles, was ihr wichtig ist. Und ich frage erneut, wo sollen wir denn nun anfangen? Am besten, wir gehen einfach mal los. Tolle Aussichten. Wenn ich mich kurz einmischen dürfte, als Elementargeist ist es mir möglich, einen anderen Elementargeist aufzuspüren. Hey, das ist doch schon mal eine große Hilfe. Es klappt allerdings nur einmal. Der nächste kann nur durch den Geist gespürt werden, den wir durch mich finden. Ich fange an. Das ist eine ziemlich merkwürdige Einschränkung. Ich spüre etwas. Sie können nur einmal einen anderen Geist spüren. Das ist... Ah, ich spüre etwas. Wir sollten zuerst nach Norden gehen. Toll. Und das kannst du nur einmal tun. Nördliche Region, westliche Region, südliche Region. Nein, mein Gott, war da wieder jemand kreativ mit der Namensgebung. Und unser erster Battle. Richtiger Battle. In einem offenen Gefecht. Ach, sie blitzen doch Zauber. Windschirm an einem Gegner. Ganz normale Menschen besitzen natürlich Windzauber, ganz klar. Keine Kinder mit Tornar. Komm, das sind Bienen. Was sollen Bienen schon gegen uns ausrichten? Seht ihr? Tot mit zwei Schlägen, wie richtige Bienen. Und die eine hat auch schon bemerkt, sie hat keine Chance. Doch leider erhalten wir dadurch weniger Erfahrungspunkte. Immer nach einem Kampf blitzt hier alles auf? Egal. Was auch immer mit diesen Kämpfen los ist. Ich verstehe es nicht. Mehr Bienen! Mehr Stiche! Ach so, das sind keine normalen Bienen, das sind Killerbienen! Extra groß, extra stark! Und besonders mächtig im Geschmack! Hurra! Und nun blitzt sicherlich nochmal das Feld hier auf, dieses Fenster. Nein, diesmal nicht. Alles in Ordnung. Das Feld. Oh, wer bist du? Neues Partymitglied? Hallo,
Tutoria. Nein, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was sie macht. Hallo, hier, mein Name ist Tutoria. Ich bin Kampflerin aus einem fernen Land und seit auf der Suche nach Schülern, mit denen ich mein Wissen teilen kann. Soll ich euch das Kämpfen erklären? Nein. Ihr könnt mich jederzeit fragen. Wenn wir dadurch allerdings Techniken verpassen, sollten wir nochmal zurückgehen. Speichern. Miep. Und ein Wolf. Oder? Wölfling. Oh, wie niedlich. Ein Wölfling. Oh mein Gott, es frisst mein Bein. Genauso stark wie die Killerbienen. Ich würde mich schämen. Aha, frisst das. Mein Vorrat an unendlicher Munition. Wenn er sich verteidigt, erhält er Magiepunkte? Ob das bei uns auch so ist? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Lulair ein Level Up. Und freut sich nun ein Cola-Keks. Lulair, Level 4. Techniken? Noch immer Schädelbruch. Ist er besonders effektiv gegen Ogre, wenn ich mich jetzt richtig erinnere? Und sie sind noch kein Ogern begegnet. Erst die schwachen Fledermaus. Hoffentlich sind sie nicht allzu schnell. Yeah! MP plus 25? Naja. Der wird keine Gefahr. Seht nur, winselnd verzieht er sich in seine Ecke. Tötet fast Lulair. Oh nein! Verteidigen. Dann wird es Zeit, uns den Kopf anzustoßen mit dem Schädelbruch. Und Xai, Level 4. Ist das nicht schön? Geht er hier richtig gut voran? Oh Gott. Schädelbruch. Windscharne einem Gegner. Wind gegen Fledermäuse. Fledermäuse befinden sich in der Luft. Das bedeutet, wenn wir den Wind manipulieren, haben wir auch die Fledermäuse besiegt. Kann die Gegner betäuben. Windschaden. Tod. Und Toast. Au. Angreifen. Wir verteidigen uns. Ich will euch da etwas ausprobieren. Hey, wir regenerieren dadurch MP. Das ist ja cool. Und natürlich wird unsere Verteidigung erhöht. Während wir uns verteidigen, ist ja ganz klar. Kritischer Treffer. Headshot. Zwischen die Augen. Okay. Und hier haben wir einen Mimik. Und der tötet uns. 5-mal Heiltrank. Gut, dass er mich daran erinnert. Hätte ich so oder so gemacht. Mich geheilt, meine ich. Einige KP eines Charakters. Noch präziser ging's nicht. Einige KP. Auf jeden Fall haben sie dicke ausgereicht. Moment. Ah, ich wollte gerade ins Menü. Nein. Gut, da wir sowieso immer mal Magie regenerieren. Steht ja eigentlich nichts im Weg, fast permanent Techniken einzusetzen. Ah, falsche Strategie, Wolf. Du hast noch nicht mehr MP verbraucht. Und? Oh, hat nicht funktioniert, da der Schädel der Fledermaus nur so schwer zu greifen ist. Ich finde es sehr cool, dass die HP des Gegners durch die Rotfärbung signalisiert wird. Ist wahrscheinlich Standard im XP, aber es ist sehr cool. Und mehr Erfahrungspunkte bedeutet mehr Erfahrungspunkte und auch mehr Geld. Wir freuen uns über Geld, denn von Geld können wir uns Ausrüstung kaufen, Items. Ja, das ist toll, das schreibt auch gleich die ganze Geschichte des Rollenspielwesens neu. Ich denke, ich kann so langsam damit beginnen, die Kämpfe rauszuschneiden. Obwohl die schon ziemlich cool sind. So, Entergekloppe. 219. 321. Und irgendwann in fernen Zukunft werden wir so stark sein, dass ich sagen kann, over 9000. Falls der Maximalschadenswert nicht 999 beträgt. Hurra, wir vernichten alles, was uns in die Quere kommt.
Speichern. Tiere, töten wir sie. Dann damit helfen wir, deren Population am Leben zu erhalten. Nein, nicht wirklich. Natürlich. Nein, doch. Und ihr fragt euch, oh mein Gott, von was redet dieser Mensch? Das macht also überhaupt keinen Sinn. Mein Gott, das ist nicht unterhaltend. Ich klicke das Let's Play mal weg, schon mir irgendwas anderes an. Aber irgendwo macht das ja schon Sinn. Tiere zu töten, damit deren Population überleben kann, ja, dann fressen sie sich nicht gegenseitig ihr Futter weg und somit bleibt die Art erhalten. Ist das nicht logisch? Nein, es ist nicht. Dann sterben eben diejenigen, die verhungern. Na und? Stirb. Stirb. Oh Gott, ist das geil. Töten, töten. Alter. Töten. Ist das geil. Stirb, Fledermaus. Verrecke. Level up. Ist es noch weit? Oh! Der Plot geht weiter und es sieht nach einem Plot-Twist aus. Nein. Dunkelheit. Könnten wir freundlicherweise durch? Ein Angehöriger des Finsternis-Clans. Rate. Ich jetzt einfach mal. Ich hab dich was gefragt, Alter. Geh bitte zur Seite. Ich nix spreche, nein spreche. Ey, ich hab gesagt, du zur Seite geh und nicht, du sollst den gleichen Weg nehmen. Ignorant. Och. Nee, noch mehr Kämpfe? Och, ich hab keine Lust mehr. Das soll es erstmal gewesen sein von Elements Destiny. Waren jetzt nicht sehr viele Aufnahmen, aber ich habe jetzt auch Ich habe auch gerade eben erst hier Apokalypse aufgenommen. Von daher, ich bin jetzt etwas aus, Die Kreativität lässt nach. Wenn ich so formulieren möchte. Gut, das war's also von mir und bis dann.